So, hallo zusammen, hier ist wieder die Julia von Fotoplanet und heute steht der Daniel von Canon neben mir. Canon steigt immer mehr auf spiegellose Systeme um, deswegen hast du uns die M50 mitgebracht. Was zeichnet die Kamera denn Schönes aus? Also die M50 ist jetzt eine ganz neue Kamera von Canon, wir haben sie seit Ende März ungefähr auf dem Markt. Das ist die erste spiegellose Kamera mit einem komplett schwenk- und drehbaren Display, das was wir von den Spiegelreflexgeräten auch schon kennen. Was noch dazu gekommen ist, ist auch die erste spiegellose Kamera bei Canon mit einem 4K-System, also auch für die Videoleute sehr interessant. Wir können Mikrofone anschließen, dementsprechend auch so ein bisschen mehr für die Blogger-Videoszene ausgelegt. Generell kann man sagen, die spiegellosen Kameras, die Systemkameras, sind für die Leute interessant, die viel unterwegs sind, die was Kleines, Handliches mitnehmen wollen, aber nicht auf die Bildqualität einer Spiegelreflex verzichten möchten, weil wir auch von der Sensorgröße auf dem gleichen Level sind wie bei den Spiegelreflexgeräten, also ein sogenannter APS-C-Sensor. Hört sich schon mal sehr gut an. Gibt es noch eine Eigenschaft, die diese Kamera besonders auszeichnet? Ja, was mir auch so in den ersten Tests mit der Kamera wirklich sehr gut gefällt, ist die Fokusverschiebung, die ich über das Display machen kann. Also ich kann ganz normal durch den Sucher gucken, wie ich es bei einer Spiegelreflex auch mache, und kann einfach hinten über das Display mit dem Daumen fahren und meinen Fokus verschieben. Sehe auch dann im Display, wo setzt der Fokus gleich neu an, und sobald ich loslasse, springt die Kamera dementsprechend da auf den Punkt und fokussiert. Wow, super. Das heißt, wir haben hier eine kleine, kompakte Kamera, die jeder kurz in die Tasche mitnehmen kann in die Stadt. Wir können 4K filmen. Wir haben einen super Fokus und für mich hört sich das nach einer super Kamera an. Vielen Dank, dass du da warst. Bitte.